Alex denkt sich, 4 Stunden Füße hoch. Das ist wirklich ein bisschen wie Paartherapie hier. Voll. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gestern Abend nicht abgeschminkt. Oh Gott, egal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade aufgewacht. Die Pauline ist rübergekommen. Bruno wurde mir ins Bett gebracht. Der hat eben mit meinem Babybäuchchen gekuschelt. So süß. Ich habe das auf Instagram gezeigt. Da liegen die beiden Mäuse am Kuscheln. So süß. Es ist total niedlich. Bruno schläft morgens nochmal eine Runde mit uns im Bettchen manchmal. Und der legt sich immer an meinen Babybauch. Ich frage mich ja, ob Hunde das riechen, fühlen, dass er noch ein zweites Wesen im Bauch ist. Ich glaube schon. Es ist 7:30. Alex ist seit 5 Uhr aufgestanden. Der hat sich heute mal den Wecker gestellt, denn jetzt kommen die nächsten 3 Tage, wichtige Tage, auf mich zu. Ich habe nämlich meinen Hypnobirthing-Kurs mit Alex. 12 Stunden insgesamt, 4 Stunden täglich. Und ich freue mich da so drauf. Das ist mir so extrem wichtig. Alex weiß auch, dass es mir wichtig ist, dass ich meinen Hypnobirthing-Kurs mache, da ich ja im Geburtshaus bin und das ganze Thema mir so extrem wichtig ist. Oh, ich kriege Kussis von Bruno. Ja, ist ja heute Morgen 5 Uhr aufgestanden, ist jetzt seit 6 Uhr schon im Supermarkt Wocheneinkauf erledigen, weil wir sonst nicht geschafft hätten. Die Kinder müssen ja nachher auch Mittag essen. Und damit wir diesen Hypnobirthing-Kurs machen können, brauchen wir halt unsere Kinder für die nächsten 3 Tage. Und die passt dann für die Zeit auf hier zu Hause und macht dann auch Mittagessen für die Kinder, weil wir halt sonst mitten im Kurs sind. Zum Thema Hypnobirthing werde ich, glaube ich, nochmal ein einzelnes Video machen, weil das so ein großes und wichtiges Thema einfach für mich ist und ich da über meine Erfahrungen sprechen will. Aber ich will erstmal diesen Kurs belegen. Und ja, dann werde ich mich jetzt gleich mal abschminken ins Bad und dann stehen wir langsam auf. Stehen wir langsam auf? Nein! Darf ich ihn noch nicht aufstehen? Ja. Pauline möchte noch nicht aufstehen. Noch kuscheln mit Bruno? Ja, die Frieda schläft noch. Du bist gestern früh eingeschlafen, Pauline. Du bist 6:30 ins Bett. Du hast ganz schön lange geschlafen. Ich bin eine kleine Lelache. Du bist alleine eingeschlafen wie ein großes Mädchen. Ganz toll. Ja, ich bin in der 33. Schwangerschaftswoche und ich habe gerade mal in meinen Babycounter geguckt. Ich habe noch 56 Tage bis zur Geburt. Mein Babybauscheck hier heute Morgen. So sieht er aus. Also in letzter Zeit, finde ich, wächst er nicht. Morgens erstmal eine gemütliche Jogginghose. Ja, komm, wir gehen runter. Frieda ist jetzt aufgewacht und die wollen alle essen. Alex ist unten, ich soll auspacken helfen. Aber schnell mal rüber. Ist egal. Du musst gleich mich fertig machen. Und noch eine Socke! Oh nein! Die nehmen wir ihn gleich mal weg und dann gehen wir jetzt runter. Kommt! Ja. Ja. Bruno mitnehmen? Socke darf er nicht essen, die schmeckt nach Käse, ne? Ja. Und Stinkekäse. Ah, Stinkekäse? Ja. Stinkekäse, habt ihr gehört? Der Bruno mag Stinkekäse. Stinkeblatt. Zitronenblatt? Ja. Guck mal, Papa ist da. So, wir decken jetzt den Tisch. Morgen. Wocheneinkauf zeige ich euch jetzt. Eine gelbe Wassermelone. Okay. Creme fraiche und Schmand hat Alex mitgenommen. Ich wollte Chili con Carne diese Woche kochen. Und das brauche ich auch immer so für Salat. 2-mal Gurke. Dann lieben unsere Kinder Orangen. Schneiden wir auch öfters mal ins Wasser. Das Apfel. Das und das essen. Orange auch. Ja. Tomaten und Paprika. Paprika brauchen wir für Chili con Carne auch. Oder so zum Snacken. Noch eine Orange. Haben wir ganz viele Orangen. 2-mal Mehl habe ich mitgenommen zum Backen diese Woche. Avocados für Alex. Und für mich esse ich gerne morgens auf dem Brot. Ja, schau mal, ganz viel Mehl, ne? Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie Birnen. Birnen. Und die Bananen haben wir noch. Frieda, hilf mir. Flammkuchen mit Schinkenspeck oder frischem Spinat, Tomaten. Dann Wiener Würstchen für die Kinder. Kann man immer mal aufwärmen zwischendurch.
Kartoffeln gehen bei uns immer weg. Ob Kartoffeleintopf, Kartoffelpüree, Kartoffelpuffer. Toast für die Kinder. Alex hat aber auch Brötchen mitgebracht. Ich habe mal ein paar mehr Brötchen mitbringen lassen, weil ich möchte gerne heute Abend so Hackfleisch-Paprika-Brötchen machen. Mit Käse überbacken. Eier zum Backen oder Spiegelei. Guck mal, was ist das? Ganz wichtig für Papa. Bohnen, Kaffeebohnen. Viele neue Äpfel. Ich werde mal das Gemüse direkt schon gleich mit waschen. Dann ist leer gegangen unsere Schoko-Cornflakes. Die essen Frieda und Leona am liebsten. Pauline mag mehr die Einhörner, also diese Schrotflakes. Leberwurst für die Kleinen steht Pauline total drauf. Schafskäse machen oft überbacken. Sind das diese Zuckeraprikosen? Nee, sind die normalen. Aber die Kinder essen sehr, sehr gerne Aprikosen. Bio-Hackfleisch für das Chili con Carne. Dann Leonas Lieblingsfrischkäse, Ananas-Mango und Philadelphia. Und ich habe mir gewünscht, irgendwie hatte ich Bock drauf, Serrano-Schinken. War richtig leer, wa? Ja. Alex war der Erste um 6 Uhr heute Morgen. Hast du an der Tür gekratzt? Nee, mach auf, ich will einkaufen. Dann, wenn es schnell gehen muss, haben wir immer gerne Spaghetti-Fertigsoßen da. Das ist jetzt einfach Tomate, kann man auch super einfach selbst machen. Aber wenn mal die passierten Tomaten ausgehen, habe ich sowas gerne da. Joghurt aus dem Glas, Stracciatella und Aprikose. Und das war der Wocheneinkauf. TK-Sachen habe ich euch noch nicht gezeigt. TK-Möhren, TK-Bohnen und Pommes hat Alex noch gekauft. Und jetzt sieht es heute Morgen so aus. Die Kinder sind gerade ein bisschen meckerig. So, ich räume mal gerade die Vorräte an. Wieso steht die Marmelade hier, die gehört im Kühlschrank? Übrigens das beste Salz, was ich aktuell kenne, ist chinesisches Meersalz. Chinesisch oder chinesisch? Auf jeden Fall dieses hier. Ich habe mir das 7-mal bestellt, weil das so toll ist. Das ist so lecker. Ich fülle das dann immer in diese Aufbewahrung. Hände gewaschen, super. Ja, hier Real Life. Wir müssen unbedingt die Spülmaschine ein- und ausräumen. Machen wir nach dem Frühstück. Jetzt frühstücken wir erstmal. Schoko-Cornflakes. Mama, da ist noch Milch drin. Da ist noch keine Milch drin, mache ich jetzt. Nimm doch die elektrische Zahnbürste, Schatz. Die elektrische ist immer ordentlich. Wir putzen im Badezimmer. Digga, das ist meine. Ja, die soll die elektrische Zahnbürste nehmen. Was liegt hier rum? Schnell mal hier ins Bett schmeißen, die Kuscheltiere. Haargummis von mir. Die mache ich mir immer abends raus, das stört mich. Frieda hat neue Tonis bekommen. Einmal den Brummbär und den Gute-Nacht-Elefanten. Das ist total schön, da sind auch Schlaflieder drauf. Aber wie ihr sehen könnt, aktuell immer noch Bibi und Tina. Das räumen wir jetzt ja auch mal schnell weg. Sieht ja auch direkt ordentlich aus. Kinder putzen jetzt schon mal vor und ich kontrolliere. Ja? Oh ja. Die Handwerker sind da. Es geht weiter im Garten. Heute wird verputzt, dann sieht das auch nicht mehr so nach Baustelle im Garten aus. So, Mäusis. Tada, kleine Mäuse. Unterhalten, du auch, Schnucki? Und dann drehe ich die Uhr um, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Mama putzt auch Zähne mit. Und das bin ich. Schrubb, 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 schrubb. Sehen bei euren Kindern auch die Zahnpasta immer so eklig aus? Mama muss auch, ne? So, schnell, bevor die Uhr abläuft. Wir werden hier unseren Hypnobirthing-Kurs machen über Videochat. Ich bin gespannt. Wir sollen uns was Bequemes anziehen. Das heißt, ich werde jetzt gleich erstmal schnell nur unter die Dusche springen und wahrscheinlich die Sachen wieder anziehen. Die habe ich heute Morgen frisch angezogen. Und Socken brauche ich und Kaffee und Wasser. Und dann können wir hier 3-4 Stunden durchziehen. Leona ist jetzt auch aufgestanden, die ist jetzt gerade am Frühstücken. Ne, Bruno? Ja? Ist auch gefressen, ne? Alex hat dieses Buch hier durchgelesen. Der will das jetzt bei uns an der Straße hinlegen. Da steht so ein Bücherkarton. Da kann man immer Bücher reinlegen, die man schon fertig gelesen hat. Und dann kann man sich ein neues rausnehmen. Und das kommt jetzt weg. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Alex sagte, sehr, sehr interessant. Ja, deswegen liegt das hier, glaube ich. Alex und ich haben jetzt gemeinsam die Küche auch aufgeräumt. Wir haben das Obst abgewaschen. Das machen wir immer, weil die Kinder sich selbst bedienen und dann muss es abgewaschen sein. Da ist noch Abwasch, der muss trocknen.
Die fährt mit ihrem Badeanzug auf dem Kopf hier rum. Und Pauline glitzert mit ihrem Prinzessinnenkleid. Die kleinen Mäuse sind schon gewaschen und angezogen. Und ich möchte noch eine Scheibe. Noch Brot mit Marmelade? Mann, hier sind überall lang. Ganz viel Glitzer. Leona sieht aus wie nach dem Boxen. Die hat so eine dicke Backe und hier so einen großen Erguss drunter. Ich habe schon Traumehl drauf gemacht. Gestern hat sie sich hier bei uns auf dem Trampolin verletzt. Sie ist beim Salto ist sie mit dem Knie an ihren Wangenknochen gekommen. Natürlich hat sie geweint, aber sie ist dann gestern Abend noch zum Trampolintraining gegangen. Himbeermarmelade, wenn du willst. Genau, sie ist trotzdem gestern noch zu ihrem Trampolintraining gegangen und hat da den Salto versucht. Also sie ist jetzt so weit, dass sie den Salto schon kann, aber sie muss jetzt stehen, ne? In der Ausgangsposition. Dankeschön. Und sie ist richtig stolz, sie hat so Spaß am Trampolintraining. Sie wird auch bald mit Alex so ein Parcours-Training machen. Also geht ihr Mittwochabend alle zusammen, ne? Und Frieda und Bruno und Mama bleiben zu Hause. Ja. Okay. Jetzt wird verputzt, der Mann, der verputzt die Wand. Bruno muss raus, dann gehe ich ja mit dem raus. Und dann setze ich mich wieder zu Leona, damit sie nicht alleine essen muss. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt wollen die Kleinen nochmal alle frühstücken, das zweite Mal. Ich hole noch Wasser. Jetzt gibt es nochmal für jeden eine Scheibe Toast mit Marmelade. Leona isst, jetzt wollen die Kleinen auch nochmal essen. Aber dann halten die wenigstens länger durch. Du hast schon Zähne geputzt, ja, ist nicht schlimm jetzt. Hauptsache, du hast Zähne geputzt. Pass auf, hast du Muskelkater? Schmeckt das Brot? Ja. Paartherapie. Nein, nur Hypnobirth. Papa macht Mama das bequem. Welche Frisur? Dann mach ich um. Okay. Fertig. Bruno ist auch wieder am Start. So, alles ordentlich hier. Ich würde jetzt gerne nur, glaube ich, die Spielzeuge noch unten reinpacken. Leona, ich habe euch hier so eine Kiste gemacht. Schau mal. Warte, hier die. Da könnt ihr dann immer eure Spielzeuge reinziehen, damit das nicht immer rumsteht. Zack. Zu. Ich mag die Frisur. Dann Bruno will schlafen. Packen wir auch mal direkt weg. Das ist natürlich hier immer so ein richtig schöner Ablageplatz, ne? Für Klamotten abends. Die Hose kann ich immer noch mal anziehen. So darf das bleiben. Ja, ich kann keine Betten machen. Die Kommentare lese ich sehr oft. Kliniktasche habe ich ja schon mal euch im Video gezeigt. Jetzt habe ich noch gut 20 Minuten. Jetzt gehe ich schnell duschen. Ich habe mich jetzt nicht ganz im Jogginganzug geschmissen und ich habe einfach so eine lockere schwarze Hose an. Und ein schwarzes T-Shirt, ich habe mir einen Dutt gemacht, da habe mir so eine Strähne raushängen lassen und ein bisschen Foundation und Puder und Wimperntusche. Nichts Spektakuläres, aber so fühle ich mich wirklich wohl. Ich brauche noch meine Brille, damit ich sie auch gleich sehe. Ich bin echt auf die Erfahrung gespannt. Ich bringe noch die Schmutzwäsche weg. Die Kinder spielen, ich habe gesagt, die sollen sich jetzt kurz alleine beschäftigen. Ich hoffe, die Kinderfee ist heute pünktlich, damit wir auch mit dem Kurs starten können. Ja, so eine lockere Umstandshose und das ist der Bauch. Wie gesagt, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, er wächst nicht mehr so schnell. Und zum Socken anziehen muss ich mich aufs Bett setzen. Das klappt nicht mehr so. Ob jetzt verschwinde ich hier. Kannst du die nicht gleich? Jetzt geht er runter. Ich lasse Bruno jetzt noch mal raus vor dem Kurs. Du hast dein T-Shirt schon wieder an mit den Flecken hinten. Schon geil. Was hast denn du da laufen? Warum ist da ein Storch? Oh, bist du süß. Du bist gemütlich, oder? Oh, niedlich, Schatzi. Danke. Alex weiß einfach, wie wichtig mir das heute ist. Guck mal, er hat sogar Wasser mit Orangenscheiben gemacht und so. Pfefferminze darfst du ja nicht. Nee, Pfefferminze, also Minze, ja so, doch. Machen wir noch einen Kaffee, wir legen gleich los. Das Einzige ist mit dem Ton, ich kann noch ein Mikro hier hinstellen. Ich mach sie gleich da drauf, glaube ich. Das Große, dann ich brauche noch meine Brille. Mit der Kamera sieht sie uns oben, mit der Großen. Alex denkt sich, 4 Stunden Füße hoch. Das ist wirklich ein bisschen wie Paartherapie hier. Voll. So,
Brille. Meine Brille auch am besten, dann sehe ich sie nicht. Da sind wir, hä? Achso, bevor die mal. Wo ist denn die? Welche Kamera ist denn an? Nicht die vom Laptop. Die große. Die? Ja. Hallo. Da musst du sie auch noch ein bisschen runterrichten. Ich kann euch da Lächer auf jeden Fall schon mal berichten, wie so das erste Mal war. Ach, das Buch muss ich noch von oben holen. Ich brauche die. Die Post, die habe ich nicht gefunden. Alles gut, die hat gesagt, die Post brauchen wir nur zum Nacharbeiten. Okay. Als Hausaufgabe. Schatz, wenn du hochgehst, ne? Ja. Bringst du mein Hypnobirthing-Buch mit, das brauchen wir. Wir sind fertig mit unserem, ich wollte schon sagen, Geburtsvorbereitungskurs. Hypnobirthing-Kurs. Ja, nur viel positiver als ein Geburtsvorbereitungskurs. Ja, es hat uns sehr gut gefallen. Morgen geht's weiter. Wir haben unsere Hausaufgabe schon gemacht. Wir sollten uns überlegen, was für Sorgen und Ängste wir noch so mitbringen. Das haben wir alles niedergeschrieben. Und wir haben heute schon die ersten Atemübungen gemacht. Und ich finde es richtig gut, dass man jetzt einfach mal 12 Stunden Zeit investiert, Alex und ich, sich einfach auch mit dem Thema Geburt und Schwangerschaft nochmal zusammen auseinanderzusetzen, weil wir haben festgestellt, auch während dem Kurs, dass wir uns ja noch nie darüber so wirklich unterhalten haben und die Schwangerschaft so ein bisschen an uns vorbeizieht, ne, Schatz? Er ist konzentriert. Oh, ja. Also ja, das merkt man einfach mit 3 Kindern und den Alltag. Familienalltag kommt man selten dafür zu und ich werde die Babypause definitiv dafür nutzen, um auch noch mal mehr mit meinem Baby zu sprechen und da ein bisschen mehr in Kontakt zu gehen und ja, einfach mich auf die Geburt vorzubereiten. Es macht wirklich Spaß und diese 4 Stunden gingen auch echt schnell vorbei. Wir haben noch 20 Minuten Mittagspause gemacht. Ich freue mich auf den letzten Teil, wenn es dann wirklich noch mal in die Atemübungen reingeht. Wir haben auch heute uns 2, 3 Geburtsvideos angeguckt, die auch Hypnobirthing angewendet haben. Das war ganz schön zu sehen, dass eine Geburt auch anders ablaufen kann und man nicht nur schreien muss. Alex bucht gerade nochmal hier Trampolintraining für Leona und will dann morgen auch Pauline mitnehmen zum Trampolinkurs. Macht er mit ihr zusammen. Und was uns auch noch eben eingefallen ist beim Hypnobirthing-Kurs, darüber haben wir uns auch noch nie Gedanken gemacht, wir werden noch einen Koffer packen für die Kinder. Falls es wirklich so kommen sollte, dass es hier zu Hause irgendwie zur Geburt kommt, weil es zu schnell geht oder weil es zu lange dauert mit der Kinderbetreuung, dass man einfach hier schon einen Koffer hat für die Kinder, der fertig gepackt ist. Oh, sorry, brennt. Dass die Betreuung, sei es die Babysitterin oder meine Eltern, die Kinder einfach nehmen und den Koffer und dann vielleicht ja, für die nächsten Stunden oder für einen Tag ins Hotel fahren können. Ich glaube, das ist auch im Kopf einfach so eine Entlastung oder eine Sorge weniger, dass es diese Möglichkeit auch noch für uns gibt, ne Schatz? Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Also es wird eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus, das entscheidet unser Kind, wie es das gerne hätte und wie schnell. So, meine Lieben, ich glaube, das Video ist nicht allzu lang geworden, aber ich wollte trotzdem für euch heute filmen, weil es mir gut geht und ich wollte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen heute Morgen. Ihr habt ein Food Hall gesehen und ich habe euch mal ein paar Hypnobirthing-Infos mitgegeben. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder und bis bald. Tschüss.